Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Explain, und zwar der Folge Nummer 4 mit Witz from Hell. Wir sind immer noch auf Madeira und müssen endlich von der Insel weg, um wieder weiter Europa erkunden zu können. Und da ich das nachvollziehen kann, dass ihr alle neuen Flieger sehen wollt, habe ich mich für die A320 Neo entschieden. Von Jar Design. Ich habe schon mal die Treppe ranfahren lassen, Catering-Truck ist da, Energieversorgung ist da, und ich würde sagen, wir gehen mal ins Cockpit und bereiten unsere Maschine einmal darauf vor. Und als erstes brauchen wir natürlich Strom. Strom kommt, Batterien sind an, wir müssen erstmal alles weise hier oben ausschalten. Ich halte mich heute mal nicht lange mit dem Aufrüsten auf. Jetzt sind die Batterien an. Generatoren haben Fehler, Klimaanlage lasse ich auch nochmal aus, kann aber die Drehregler schon mal einstellen. Bisschen Licht. So, und als erstes schalten wir die Navigationssysteme an. Davon haben wir 3 Stück. Muss immer warten, bis hier das Batterie ausgeht, und mache die erstmal auf Align. Okay. Ihr seht schon, hier tut sich was im Cockpit. Und ich schau mal eben hier hin. So, wir holen uns erstmal die Wetterdaten. Ah, okay, er weiß noch nicht, wo wir sind. Und hier haben wir noch die Einstellung. Ich möchte die Wingtips Neo. Neo. Diese Wingtips möchte ich haben. So, und da haben wir unser System. Ich würde sagen, wir machen erstmal ein Init. Und das können wir am besten machen, indem ich den Flugplan lade, den ich da extra für gespeichert habe. Brauchen wir immer ein bisschen Vorbereitungszeit zum Fliegen. Wir fliegen von... Ja, da ist schon ein Fehler. Mist. LPMA, das ICAO-Kürzel für Madeira. Nach LFBO, das Kürzel, ICAO-Kürzel für Toulouse. Unsere Flugnummer, das ist Folge Nummer 4, deshalb sind wir auch VFH 004. Ich denke mal, wir fliegen mit einem Kostindex von 30, das ist, bin ich nicht fest vorgegeben, das ist sowas wie eine Profileinstellung, und wir fliegen auf 39.000 Fuß Höhe. So, damit sollte das System sich jetzt initialisieren können. Kann mir hier auch schon das Wetter holen und sehe, dass wir ein Höhenmesser, ja, ich möchte das heute mal anders, ist der Höhenmesser heute Hektopascal 1019. So, der Schalter hier, der flippt noch wie doof rum. Den mache ich mal darüber. Schauen mal in den Plan rein. Ist ja noch gar nicht geplant. Wir schauen mal. Flugplan. Doch, ist schon soweit drin. Was wir jetzt noch brauchen, das ist unser Departure. Runway 05. Über... Ah, was hatte ich denn hier? Jetzt muss ich ganz kurz auf meinen Plan gucken. SNT5E brauche ich. No Trans, Insert, und jetzt ist der hier da. So verlassen wir erstmal Madeira über diese Route, über diese Standardabflugroute. Funkgerät noch einschalten. Weiß noch nicht, ob ich es brauche. Fliege wieder ohne Funkverkehr. Vielleicht mal ein bisschen Licht heller drehen. Auto. Das Wetterradar lassen wir mal noch aus. Transponder lassen wir auch aus. Flight Director ist schon an auf beiden Seiten. Aber wir sind noch nicht ganz fertig hier. Wir müssen noch
die Perf-Daten berechnen, also die Performance-Daten. Und zwar Flex, die Zahl hat sich mir noch nicht ganz erschlossen. Vielleicht könnt ihr das in den Kommentaren mal beantworten, wie man die hier berechnet. Ich nehme mal eine Flex 60 oder ja, Flex 66 habe ich auch schon mal gesehen. Das ist für die Triebwerksdrosselung. Take-off da. Irgendwo will er doch noch Gewicht nehmen. Ich übernehme erstmal V1, VR, V2. Das sollte passen. Q in H für Destination heute ist aktuell auf 10,16. Temperatur vor Ort. Oh, das ist schwierig. Das ist der Wind. Temperatur und Taupunkt. Ich tippe mal, dass es 14 ist. Und Wind ist 320/10. Ausrichtung 320 Grad mit 10 Knoten. Das sieht doch ganz gut aus. Brauchen wir eigentlich erst später. Werden wir nachher eventuell nochmal aktualisieren müssen, falls das Wetter sich ändert. So, das ist alles, was ich hier eingeben kann. Das müsste eigentlich so passen. Hoffe ich mal. Es gibt hier auch eine Checkliste. Bin den Flieger noch gar nicht großartig geflogen. Den ich vorher geflogen bin, das war ein anderer. Das war die A321 von Peter Hager, also die ursprüngliche A321. Die Höhe können wir mal einstellen. Vielleicht kann ich das auch hier passend. Ja, das geht auch. Dann nehmen wir erstmal 5000 Fuß rein. Ah, ich habe noch völlig vergessen. Crown, Load, Passagiere. Habe ich das hier stehen? Wir müssen natürlich Passagiere und Sprit reinpacken. Warum kriege ich hier keine gesamte Payload angezeigt? Das ist natürlich für die Trimmung auch noch interessant. Ich habe das aber gar nicht so nach einzelnen Plätzen aufgeschlüsselt, wer da wie wo sitzt. Wir haben 117 Passagiere. Kommt das hin? Ach, vorne ist schon Max. Auf jeden Fall haben wir 17,848 Tonnen. Ja, das sind ja schon mehr. 117, dann sollten das da 105 sein. Cargo haben wir. Oh, das hat eigentlich gepasst. 6,59. Das passt auch. CG sind 30%. 16,7 ist die Payload. Da habe ich aber hier ein bisschen mehr. Wo ich hier schon 7 Tonnen habe, das müsste eigentlich sogar weniger sein. Okay. 117 Passagiere kommt hin. Kann ich nicht ändern. Ist so. Load weg. Fuel. Jetzt müsste irgendwie der LKW angetuckert kommen. Können wir mal von draußen schauen. Ah, da kommt er auch schon. Tronodel. Noch nie gehört von der Marke. Tronodelsprit. Fährt er an die Tragfläche ran, an den Flügeltank. Ah, Preselect. Wo habe ich denn mein Fuel? Release 8960 Kilo. Klicken, 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 klicken. 8970, das nehme ich mit. Und er fängt zu tanken. Beginnt mit tanken. Sollte dann auch passen.
Ich hoffe, der verteilt das in die richtigen Tanks. Den Caterer schicken wir mal weg. Trolleys sollten alle ausgetauscht sein. Cut, was ist denn Cut? Keine Ahnung. Ist das Gepäck oder? So, okay, komm. Stairway schicken wir auch schon mal weg. Fuel ist fertig getankt. Cut schicke ich auch weg. Stairway fertig stützen ein, geht dann zurück. Wetter ist natürlich reales Wetter. Habe ich zumindest geladen oder angehakt. Wir werden in diese Richtung starten, Runway 50. Kennen wir ja schon vom kleinen Rundflug. Da habe ich noch keine Ahnung, was das ist. Doors. Doors ist das. Aus, alle Türen zu. Da schließen sie sich. Okay, ich würde sagen, wir gehen rein. Ich hoffe mal, dass das Navi... Ah, Durchsagen. Das habe ich manchmal auch, dass das so wackelt. Das tricke eher. Das ist ein Shake-Effekt, den habe ich eigentlich aus. Shake-Kamera aus. Das verträgt sich nicht mit dem Tricky, ja? Gut. Stellen das Nav auf Nav um. Das hat sich ja aligned. Machen noch einen APU-Test. Das passt. Triebwerkstest. Wo ist das andere Triebwerk? Da. Das passt alles. Ich würde sagen, ich starte die APU. Mach das Beacon-Licht mal an. Den APU-Generator. Genug Probe Heat auf automatisch, also Scheibenheizung und Pitot-Sonde. Kabinendruck steht auch auf automatisch. Beleuchtung sollte soweit passen. Anschnellzeichen. So, hier kann ich bei dem Modell leider gar nichts konfigurieren. Bei dem Peter Hager Airbus geht das. Muss man sich mehr an die Checkliste halten und ich hoffe, irgendwann mal noch einen etwas besseren Airbus fliegen zu können. Da will ich aber noch gar nicht so viel verraten. So, Strom müsste jetzt... APU ist gestartet. APU-Generator ist an. Hm, wir haben immer noch Strom, das heißt, die externe Power kann weg. So, und da ist unser Flugplan. Ich mach den aber mal. Stell den mal um, wir sehen den nachher. Speed ist alles eingestellt, das sollte soweit passen. Ich würde sagen, wir lassen uns mal einmal Schubhebel. Das funktioniert. Checklisten. Before start checklist. Ja, los. Cockpit preparation. Completed. Na guck. Completed. Gear pins and covers. Ja. Removed. Yeah. Signs. On. Gut. Adiers. Nav mode. Ja, sind sie. Fuel quantity in kilo. 08971 Takeoff Data. It is not okay, sir. It is not set. Ja, wo sind die Takeoff Data? Takeoff Data. It is not okay, sir. It is not set. Sieht für mich doch eigentlich ganz gut aus. Takeoff Data. It is not okay, sir. It is not set. Checklist is not complete. Ja, ja. When you will ready, please start it again. Program. Cruise 93, Optimum wären 371. Da kann ich erstmal mit leben. VDEV 193. Nächstes Ding ist AB5.
fast. Data. Was haben wir denn da? Print Function, Aug Function. Oh, da gibt es noch eine zweite Seite. Oder wie? Position Monitor, IRS, GPS, Aircraft-Status. Fuel. Da habe ich doch irgendwo was von gesehen. Oh. Muss ich das jetzt hier extra eingeben? Wir probieren das mal. Was sagte ich? 8700 haben wir reingetankt. Nee, hier juckt ihn das gar nicht. GW. GW ist Countrykt. Das muss ich mal eben raussuchen. Wenn ich es in meiner Fuel oder meiner Flugplanung, viel besser gesagt, wenn ich das da finde, gibt es doch nicht. Ja, diese Pläne zu lesen, das ist nicht immer so einfach. Ich habe das auch noch nicht hundertprozentig drauf, wie ihr das gerade schon merkt. Zero Fuel Flight sind 62. Das sehe ich hier noch nicht mal, das Zero Fuel Flight. Fuel Waked. Waked. So, 87 bringt schon mal gar nichts. Extra Fuel oder extra Time? Da habe ich 00. Ne, 80 nicht. Nö. Ich krieg's gleich hin. Das juckt den da gar nicht. Wie sieht's mit einer 8 aus für 8 Minuten? Juckt dich auch nicht. Bremsen. Countrykt. GW. Landing. Geplant. Total Weight sind. Ich sag mal 67,7. / 30,0%. So, das, komm, das musst du doch reinnehmen. Das interessiert den gar nicht so wirklich. Nimmst du nicht. Dann mit Komma. Also wir haben es eben schon mal gesehen. Ich gucke hier nochmal. 27. Ist das das? Ja, 27%. / 27,0. Ja, das Clear ist jetzt natürlich doof. Hab ich doch. Zur Not fliegen wir halt ohne Checkliste. Das geht meines Erachtens auch. Könnte ich dann noch eingeben, dass es hinhaut. Das schließt sich mir gerade gar nicht. Taxi extra haben wir 0, Min Take Off, Final Reserve 1100. Stunden, 00 Minuten. Dann kommt, dann machen wir das. Stunden, 0 Minuten. Nimmt er doch nicht. Final Reserve. So und so viele Kilogramm und wir glauben, dass das für 8 Minuten reicht. Ja, er sagt, ich soll das so eingeben, das juckt ihn aber gerade überhaupt nicht. Ich probiere es nochmal letztmalig hier unten. Vielleicht einer von den Zuschauern, einer der... Ich könnte jetzt auch das Handbuch lesen, habe ich noch nicht gemacht.
der schon ein paar Mal mit der Kiste geflogen ist. Vielleicht kann er das einfach mal in die Kommentare reinschreiben, warum dieses Drecksding so zickig ist. Ich kann es jetzt leider nicht anders betiteln. Und nehme mal die andere Checkliste als nächstes. Mach mal die Load aus. Weil ich will heute auch irgendwann nochmal hier wegkommen von der Insel. Schön, wie es auch hier war. So, die APU läuft. Ihr wollt euch ja auch nicht langweilen, deshalb geht es jetzt wirklich mal zügig weiter. Den Starter nach rechts. Das Display springt hier direkt um. Und ich hole mir mal das Pushback-Car. Pushback-LKW. Irgendwo soll der hier auch mal ankommen. Ah, kommt von rechts angetickert. Beacon blinkt schon hier. Parkbremse löst er automatisch. Hoffe ich doch für ihn. Park brake is off. Ja. Löst mein Co-Pilot. So, wir lassen uns erstmal rückwärts schieben. Triebwerke schmeiße ich gleich an, dann wird es auch nicht so hektisch. Und jetzt muss ich selber überlegen. Nach links bitte. Ja, das soll er wohl hinkriegen. Ich schmeiß mal das erste Triebwerk an. Starting engine 2. Kriegt er natürlich nur so mittelprächtig hin. Park brake is on. So. Vielen Dank. Das Triebwerk ist nicht gestartet, aus dem einfachen Grund, weil ich die Luft bei der APU vergessen habe. Jetzt spult es hoch. Ich mache schon mal die Landeklappen in die richtige Position. Die automatische Bremse stelle ich auf Max. Falls wir abrupt bremsen müssen. Also einen Startabbruch haben. Stell das einen Transponder ein, starte hier die Blockzeit und mal meine Flugzeit. Flugzeit wird immer gestartet, wenn das Triebwerk losläuft. Wenn das Triebwerk losläuft, damit man weiß, wie viele Betriebsstunden die Triebwerke haben. Das sieht eigentlich, ja, es wird sich schon noch einpendeln. Starting Engine 1. Zweite Triebwerk. Spult auch relativ schnell hoch. Das Wetterradar dürfen wir bestimmt jetzt auch einschalten. So, warten eben noch, bis das Triebwerk komplett hochgelaufen ist. Dann schalte ich die APU aus. Ja, jetzt sind die oben, würde ich sagen. Ist auch hier umgesprungen, das Display. Zündung auf normal. APU Bleed habe ich da gerade eingeschaltet und die APU schalten wir aus. Das Taxilicht, Strobe mache ich auch schon mal an. Da vorne ist direkt die Startbahn. Komm, geh an. Oder auf Auto, mal sehen, ob es klappt. Winkern aus, Wink ist Quatsch. Landelichter mache ich gleich an. Emergency Lichter würde ich gerne noch aktivieren. Okay. After Start Checklist, kriegt er das hin jetzt? After Start Checklist. Anti-Eyes. As required. ETAM Status. Checked. Pitch Trim. Zero. Decimal. Zero. Jo. Habe ich jetzt auch nichts anderes. Keine anderen Informationen drüber. Zero. Pitch drin. Checklist das complete. Oh, Checklist complete. Guck mal, ob das irgendwo auf meiner Liste steht. Flight Controls. Flight Control check. Ja, bitte. Pull up. Ja, check. Sieht gut aus.
Full down. Check. Neutral. Neutral? Check. Seht ihr hier? Full left. Check. Full right. Check. Neutral. Neutral. Und das Ruder noch? Check. Press pedal disconnect push button. It is not okay, sir. It is not. Check. Hab ich den konfiguriert? Press pedal disconnect push button. Park brake is on. It is not okay, sir. It is not. Check. Den hab ich gar nicht aktiviert. Press pedal disconnect push button. Ja, komm, vergiss es. It is not okay, sir. It is not. Check. Before takeoff checklist is not complete. Ja. When you will ready, please fly start it again. It is not okay, sir. It is not checked. Yes. Flight control. Park brake is not okay, sir. It is not checked. Flight control. It is not okay, sir. It is not checked. Ja, die Ruder hätten wir jetzt noch checken können, aber die werden auch funktionieren. Checklist is not complete. When you will ready, please start it again. Also, ich muss noch kurz das Trigger R. Ja, Trigger R anpassen. So, auf Wiedersehen, Madeira. Bis eines schönen Tages. Weiß ja nicht, dass wir hier nie wieder herkommen müssen. So, das ist eine ziemlich hüpfrige, unebene Startbahn. Das werdet ihr gleich beim Start auch merken. Autotrust schalte ich schon mal ein, den Autopiloten erst später. Landescheinwerfer an. Warum ist das aus? Hat er das selber ausgeschaltet? Park brake is off. Ich mach die an und du machst sie aus. Park brake is on. So, nochmal einen kurzen Außencheck auf die Maschine. Probo sehe ich gar nicht, dass sie an ist. Und zwar, wenn man nicht alles selber macht. Okay, gucken wir nochmal raus. Müsste doch, ja, blinkt halt da unten. Das sind die Landescheinwerfer. Die Kiste steht natürlich mal wieder nicht gerade. Das muss ich mal ganz kurz schauen. Okay, was steht noch nicht drin? Ich würde sagen, Park brake is off. Ah, die muss ich noch scharf schalten. Speed brakes wollen auch. Ups. Ground spoilers arm. So, Flaps auf 1, Speed brakes gearmt. Wollen wir nochmal uns mit der Checkliste probieren? Ich weiß, before es nervt. Takeoff checklist. Flight control. It is not okay, sir. It ja, is not komm, hau checked. Ab. Wir starten trotzdem. Flight control. It los is not geht's. Okay, sir. It is not checked. Power set. Flight control. It is not okay, sir. It is not checked. Ein Master-Alarm. Als ob ich da Rücksicht drauf nehmen könnte. Checklist is not complete. When you will ready, please start it again. Nein, starten wir nicht. 100 knots. Okay. Er spielt wieder mit. V1. Rotate. Too low. Terrain.
Alter. Too low, gear. Too low, gear. Ach, wir sind nicht zu niedrig. Komm, beruhig dich. Autopilot one cross check. So, jetzt haben wir den Autopiloten drin. Autotrust sollte eigentlich auch gesetzt sein. Ja. Das passt. Rechts jetzt den Anflug. Das kennen wir ja schon hier hinten noch. Schön die Windräder und die Solarpanel. So, oh, Flaps können schon längst rein. Flaps zero. Sleds können auch schon mit rein. Er meckert gerade. Wahrscheinlich habe ich die zu früh reingenommen. Scheint ganz schön windig zu sein. Was haben wir denn? Oh, Wind ist aber richtig kräftig hier oben. Obwohl es geht, aber so 20 Knoten, das schaukelt hier schon ganz schön. Wir können mal rausschauen. Landescheinwerfer müssen noch eingeschaltet bleiben. Madeira liegt wieder unter Wolken. Weiß gar nicht, ob es sich lohnt, da Urlaub zu machen. Unsere EasyJet-Maschine. Müssen wir den Autopiloten so ein bisschen im Auge behalten. Ich würde sagen, ich drehe gleich mal die nächste Höhe ein. Ruhe ich mal schon die... Autopilot gefällt mir noch nicht, dass der auf Speed ist. So. Aber vielleicht kommt er automatisch gleich auf Climb. Ja, wir gehen mal auf Flight Level... Schlacht was vor, sagt was. ...39.000 steht ja im Flugplan. Mann, Mann, Mann. Das ist ein ganz schön schaukeliger Flug. Also ich möchte jetzt heute hier nicht, echt wieder nicht drin sitzen. Aber die Witzfrau Hell Air, die schafft das schon. Dreh mich hier bekloppt an dem Höhenmesser. Hätte den auch umstellen können von 100 auf 1000, ne? Schön doof. So. Take off, go around. Der steht auf Climb, der Kollege. Muss eigentlich mal geschossen kriegen. Ja. Flight Level 390. Managed. Kostenindex 30. Standard Barrow cross check. Transition Altitude haben wir erreicht. Das heißt, wir machen wieder einen Luftdruck auf Standard. So, NAV passt. Speed passt mir noch nicht. Na gut, er bleibt jetzt halt unter 250. Solange er unter 10.000 Fuß ist. Könnte aber ruhig mal die Triebwerke ein bisschen geschmeidiger bedienen. So, die Spoiler brauchen wir nicht mehr. Ground spoilers disarm. Seatbelt Smoking ist okay, Landelicht ist auch okay, dass das noch an ist. So, müsste gleich nochmal eine scharfe Runde drehen. Ja, weiß nicht, warum der schöne Knopf hier bei 40 rumflippt. Wir werden auf jeden Fall gleich nach links abdrehen. Das Leder hier hat das Wetter nachgeladen, ein bisschen gehangen. Ich hoffe mal, dass er ab 10.000 Fuß auf 300 Knoten hochgeht. Na,
Der fliegt sich ein bisschen eiriger als der andere, A321. Müssen auf jeden Fall auch nochmal irgendwann fliegen. So, ich mach das Trick ER mal aus. Geh mal in die Ansicht. Guck mal. Jetzt dreht er natürlich die Kurve. Aber er dreht gleich nochmal eine Kurve. Ich habe noch gar nicht geschaut, ob es hier auch entsprechend eine Kabine gibt. Die hat der andere nämlich nicht. Womit geht es denn hier vorwärts? Ah, jetzt auch nicht der Burner, aber immerhin eine Kabine, ne? Vorne schön Business oder First Class. Wir nähern uns dem mal rückwärts. Gucken wir uns die Kabine mal an. Gepäckfächer, hinten Bordküche. Machen eine Wette, da ist immer ein Vorhang davor. Das wird ja auch meistens nur noch durch den Vorhang abgetrennt, hier die Sektion. Schön die Notkarten. Wir haben ja ein bisschen Zeit auf dem Flug, dann können wir auch mal ganz nach hinten gehen. Links nochmal hinten in die Bordküche reinschauen. Ich glaube, ich bin auch früher losgeflogen als geplant war, nach ein paar Minuten. Macht ja nichts. War ja fertig mit Boarding. So, jetzt glaube ich, sind wir in der Bordküche. Ja, okay. Kaffee kann schön. Ich werde mir auch gleich mal einen Kaffee holen, sobald wir in einem stabilen Flug sind. Okay, ja, A320 Neo, drei Kaffeemaschinen. Es läuft, würde ich sagen. So, Triebwerke. Ja, der ist immer noch auf Climb, da fliegen wir auch hoch. Hat auch die 300 mittlerweile da genommen. Oder macht 0,7. Ich guck mal, ob ich das schon mal umstellen kann. Weiß es noch nicht, ob ihn das juckt. Ja, bei dem anderen Airbus finde ich die Systeme noch ein bisschen besser nachgebildet. Bei dem vom Peter Hager. Auf jeden Fall sind wir über 12.000 Fuß. Das heißt, wir können die Landescheinwerfer ausmachen. Strobe bleibt an, Beacon bleibt an, NAV-Logo. Ja, brauchen wir auch nicht unbedingt in der Luft. Wie wär's denn mal mit Klimaanlage? Ist doch bestimmt nicht so schön da hinten. Oder? Kunde schon. Ja, 23 Grad. 23 Grad. Das sind die Gepäckabteile hier vorne und hinten. Also wir kurven nochmal ein. Mache ich mal die Entfernung hier länger. Also der nächste Punkt ist schon mal ein ganz schönes Stück weg. Rulet ist das, 98 nautische Meilen. Oh, wir haben ein Sonnenrollo. Na, da schau her. Mit Tonanimation. Ja, okay, ist witzig. Aber ich habe den gestern mal beim Nacht kurz geladen. Da fand ich die Beleuchtung ein bisschen, naja, gibt besseres, fand ich, von der Cockpitbeleuchtung. Hier waren die ganzen Anzeigen dahinter weg. So, bei dem anderen Airbus habe ich es eigentlich begriffen, wie er sich fliegen lässt. Also jetzt müssen wir es eigentlich komplett selbstständig machen. Ich weiß nicht, warum jetzt hier die Steigrade eingestellt war. Aber was soll's? Das kann ich jetzt nicht ändern.
Ist immer ein bisschen schwierig zu bedienen, die ganzen Autopiloten und... Ich habe mich am Anfang ein bisschen gescheut vom Airbus, aber mittlerweile finde ich den fast noch einfacher als die Boeings zu fliegen, obwohl wir die natürlich auch noch fliegen werden und müssen und tun und so. So, 23 Grad ist mir ein bisschen zu warm in so einem Flieger, wo lauter Leute rumhängen. Ich kann es mir hier vorne mal ein bisschen kälter stellen, aber die Kabine, die kann auch mit weniger. Können wir mal runterkühlen. Werden wir mal beobachten. Das ist das, was eingestellt ist. 20, 22, 21. Ne, ihr sollt da jetzt nicht mehr frieren als die hier vorne. Ich glaube, 21 ist so ein guter Sollwert. Haben wir es? Ah, der Schalter ist nicht ganz getroffen wahrscheinlich. Dann nehmen wir den noch ein Stück. Ja. Dann soll die Klimaanlage das mal regulieren. Wir checken nochmal die anderen Sachen alle durch. Klimaanlagen laufen, Kabinenhöhe steigt auch. Soll natürlich nicht über 10.000 gehen, ist auf Auto, Kabinendruck sieht okay aus. Triebwerke einmal, ich pausiere mal das 3GR. Fuel ist okay. Luft von den Triebwerken, die wir wegnehmen, ist auch okay für Klimaanlage und so einen ganzen Kram. Strom sieht auch vernünftig aus, bei den Generatoren von den Triebwerken. Laufen, stehen aber hier mit 0%. Heißt das, die erzeugen keinen Strom? So, jetzt habe ich mal den einen ausgeschaltet. Ah, da ist er aus, okay. Prozentanzeige scheint einfach nicht zu zeigen, wie viel Last da drauf ist. Hydraulik sieht gut aus. Grüner Kreis, blauer Kreis. Gelber Kreis. Treibstoff ist auch okay. APU ist aus, genau. Türen sind zu. Reifendruck, alles in Ordnung. Steuerung. Ah. Weiß nicht, ob er da bei All durchläuft. Ja, ne. Das ist mir zu wuselig. Dann möchte ich da lieber Fuel haben. Oder... Was macht denn jetzt am meisten Sinn? Würde sagen, wo ist es denn? Kabinenhöhe macht am meisten Sinn, weil wenn da was passiert, dann hat man nicht viel Zeit zum Reagieren. Thrust Climb, Climb Alt, genau, so wollte ich das haben. Autopilot 1 ist an, Flight Director 1 und 2 sind an und Autothrust ist an. Das heißt, ich kann mir jetzt mal einen Kaffee holen und wir sehen uns nachher gleich wieder. A320neo. Airbus gab im Dezember 2010 bekannt, die Modelle A319, A320 und A321 in der neuen Variante Neo, New Engine Option mit neuen, modernen Triebwerken ab 2015 auszuliefern. Erste Planungen hierzu begannen in den Jahren 2005 und 2006. Airbus bietet die Neo-Varianten bis auf weiteres parallel zu den bestehenden Varianten an. Neben neuen Triebwerken soll die A320neo-Reihe auch mit Sharklets ausgeliefert werden. Durch die Kombination der neuen Tragflächenenden mit den neuen Triebwerken soll der Treibstoffverbrauch bei den Neo-Modellen gegenüber der bisherigen A320-Reihe um bis zu 15% geringer sein. Durch die Modifikation soll eine Verbesserung der Reichweite um bis zu 950 km,
500 nautische Meilen möglich sein oder alternativ eine um 2 Tonnen höhere Nutzlast. Airbus sieht ein Marktpotenzial für die A320neo von 4000 Flugzeugen bis zum Jahr 2025. Am 17. März 2014 gab Airbus bekannt, dass mit dem Bau des ersten Prototypen des A320neo in der Endmontagelinie im Airbus-Werk in Toulouse begonnen wurde. Der Erstflug wird voraussichtlich im 4. Quartal 2014 stattfinden. Die Auslieferung an den Erstkunden Indigo Airlines wird im 4. Quartal 2015 erfolgen. So, da bin ich wieder. Wir können uns langsam mal drum kümmern, wie wir nach unten kommen. Ich finde, die Kiste ist ganz schön unruhig geflogen. Also mit den Wetterupdates, das gefällt mir noch nicht so richtig, dass die immer so reinknallen. Der Simulator, sprich X-Plane, da kurz hängt und dann alles schaukelt. Spritplanung sieht ganz gut aus hier bei 2400 Kilogramm. Das passt mit meiner Flugplanung überein. Wir sind jetzt 2 Stunden 22 Minuten unterwegs, mehrere Kaffee später. Und ich würde sagen, ich fange mal an, die Kiste vorzubereiten. Hier der nächste Punkt ist LaTeX. Ich versuche erstmal ganz kurz, ob es mal ruhiger bleibt oder ob es immer noch flippt. Es flippt sich da einen ab. 20 wäre mal schön. Irgendein Instrument scheint da reinzuspringen bei mir. Das bringt nichts. Ich stelle das mal so ein, brauche das Trecky Air mal wieder und muss hier einmal in die Phase reingehen. Das ist noch die Cruise-Phase. Gehen mal in die Descent-Phase, das haben wir gleich. Wir haben gleich den Top of Descent. Da ist der Approach. Jetzt hängt er gerade wieder wegen dem Wetter. Da ist er. So, Decision Alt ist 200. Jetzt habe ich keine Karte. Das ist übrigens Toulouse, wo wir landen. Toulouse Balanc. Wie wird das ausgesprochen? Plaknack. Keine Ahnung, ich kann kein Französisch. Ich habe dazu die. Das ist der von Aerosoft. Den gibt es für den X-Plane. Also wenn man den generell kauft, das finde ich sehr schön an dem Flughafen, dann hat man den für X-Plane und für den Microsoft Flugsimulator. Da ist jetzt aber keine Anflugkarte für 32 rechts dabei, wo wir eigentlich landen wollen. Zumindest keine ILS-Anflugkarte. Deshalb nehme ich mal 32 links. Das sollte dieselbe Mindest-Decision Altitude sein. Und versuche die mal aus der Karte hier rauszulesen. Sehe die aber nirgendwo, weil ich. Ja. Also Transition Alt ist 5000. Und das ist schon mal klar. Da müssen wir unseren Höhenmesser wieder umstellen auf den lokalen Luftdruck. Das ist der AirNav-Anflug. Es könnte durchaus sein, dass es im AirNav-Anflug gar nicht drin steht. Ich finde hier keine MDA für Kategorie 2. Würde die aber mal, also ja, Mindest Decent Alt, und die scheint es da nicht zu geben, nicht Decision Alt, Mindest Decent Alt, weil man runter darf. Ich schau mal wegen Final, da kann ich nichts machen. Was wäre die nächste Phase? Nächste Phase wäre Go Around, wenn wir den Anflug verpatzen. Okay, Flaps 139, Clean auf 223. Dann planen wir doch einfach mal. Dafür muss ich in den Flugplan rein. Wo wollen wir landen? Approach available. Steht hier die Runway dabei? Nein, das ist nur das Wetter. Oder gibt es noch eine Seite? Da ist es. Ah. So, mit vor wollen wir nicht landen. ILS wäre ganz schnuckelig. Was anderes. Jetzt hängt er schon kurz wieder. Ja, das nervt ein bisschen. Da muss ich nochmal schauen von der Konfiguration her.
denke mal, ein RNAV 32 rechts ist okay. Stars available, da wollen wir andere Richtung. Latex Axtre über Solid. Und rein in den Flugplan. Scrollen wir mal nach unten. So, LaTeX. Das ist unser RNAV-Anflug. Late 6T. Orgel. Jetzt könnte ich doch eigentlich schon mal direkt Höhen reinmachen. Sagen wir mal, wir wollen von LaTeX mit 200 kommen. Interessiert den gar nicht. Dann machen wir mal 200 hier rein. Okay. Sehe ich jetzt hier nicht. Und da wir gerade... Ja, wir drehen gerade auf LaTeX ein. Und wenn hier so 14 Meilen stehen, muss man ganz kurz in die Flugplanung gucken. Wenn da 14 Meilen stehen, sind wir eigentlich am Top of Descent. Das heißt, da müssen wir sinken. Ich hätte es cool gefunden, wenn die Kiste das alleine hinkriegt. Das mag aber jetzt an mir liegen. Bukro. Da hat er sie drin. Okay. Also Höhenbeschränkung. Orgel, wie sieht es da aus? Und da sollen wir 8000 erwarten. 8000 Fuß gebe ich da mal als Höhenbeschränkung ein. Return. So, ich denke mal, das muss reichen. Und wird mal den Sinkflug einleiten. Ich glaube, das ist gar nicht so schlecht. Oh, die Wetterradar zeigt auch mal was an. Bevor ich mich jetzt wieder mit den 100ern hier rauskurbel, probiere ich das mal in 1000er Schritten zu machen. Und nehme erstmal die 20.000 von LaTeX da rein. Den Wegpunkt LaTeX. Und ab dafür. So, Triebwerke werden endlich mal leiser. No Smoking, Anschnallzeichen hatte ich die ganze Zeit an. Ne? Naja, ist ein nettes Gimmick. Beim Zugsimulator, die Rollos, das wollen wir ja auch immer, dass das alles da ist. Nix, hier wird gar nichts mehr ausgeschenkt, junge Dame. So, jetzt machen wir die wieder an, in der Hoffnung, dass sie ihren Spruch da wieder rückwärts macht. Ah, macht sie nicht. Doch. Das wollte ich hören. So, alle elektronischen Devices ausschalten. So, der Bock 20.000 wird ganz schön schwierig. Sollte vielleicht mal mit den Spoilern ein bisschen helfen. Spoilers have. Haben wir noch eine Checkliste?
Approach. Landing. After Landing. Nehmen wir mal Approach rein. Briefing. Ja. EVAM Status. Checked. Seatbelts. An. Barrow set. 2992. Decision height. 200. Engine mode selector. Set normal as weather required. Checklist complete. Okay, das scheint mal geklappt zu haben, die Checkliste. Ja, über Toulouse sind ein paar Wolken. Vielleicht gar nicht so doof, da mit ILS zu versuchen anzufliegen. Weiter geht's nach Boko, nächster Wegpunkt. Ah, da sind wir eigentlich ganz gut mit dem Flight Level, dass wir da 19.000 erwarten können. Drehe ich mal direkt ein. Ah, nicht so empfindlich, okay. Ist auch ganz gut, dass wir den Sprit so passend verbraucht haben. Das maximale Landegewicht sind 63 Tonnen und laut Flugplanung kommen wir mit 60,9, ja fast 61 Tonnen runter. Also nur 2 Tonnen vom maximalen Landegewicht. Der Urlaubsflieger hier ist voll. Ah, wir sind immer noch auf 24.000. Gehen hier auch ganz schön krass runter. Sind mittlerweile in Frankreich. Spanischen Luftraum haben wir verlassen. Das, was ihr da seht, das sind die Pyrenäen. Das Mittelgebirge zwischen Frankreich und Spanien. Kann man mal schauen. Kann ich hier den Tisch rausziehen? Oh, kann ich sogar rausziehen. Hätte ich die ganze Zeit irgendwas Cooles machen können. Würfeln, schreiben, Gameboy spielen. So, ich denke, das sollte alles passen. Ich hoffe es. Descent da drin. Approach-Phase weiß ich nicht. Muss ich wahrscheinlich auswählen gleich. So, 19.000. Ich fahre die Spoiler mal ein wieder. Ground spoilers disarm. Ja, doch noch 21 Meilen bis Borgo hier. Also die Reflexionen auf den Instrumenten, die finde ich ganz gut. Mir ist gerade eingefallen, ich habe vorhin über die Beleuchtung gemeckert, über die Displays. Das kann natürlich auch sein, sollte aber nicht, dass das daran gelegen hat, dass ich HDR momentan deaktiviert habe. Das rechtfertigt einfach nicht den Frameverlust und ich habe wirklich einen dicken Rechner mit einer dicken Karte, sprich Grafikkarte. Und was HDR sich da einfach wegnimmt, geht erstmal gar nicht. So, Triebwerke kommen wieder hoch. Maschine fängt sich ab bei 19.000 Fuß. So, eigentlich muss man wie sitzen? So mit dem Ball? Das hier sind so Punkte zur Sitzpositionierung, habe ich beim anderen Flieger gerade gelernt. Und wenn ich ungefähr so sitze, dass der Rote den Weißen verdeckt, sagen wir mal so, dann ist das die richtige Sitzposition für die Landung. Dass man da die Landeschwelle passend sieht. Also wir können mal schauen, was der Höhenmesser gerade hat. Ich frage das nochmal ab. 10,16. Noch ist ja Standard und bei 5.000 müssen wir das umstellen. Okay.
Wo ist denn der Kabinendruck? Was sagt der denn momentan? Das ist alles so die Einstellung. Kabinenhöhe fällt, das ist gut. Damit wir dann auch gleich die Türen aufkriegen auf dem Flughafen. So, jetzt kommt Boko. Nach Boko müssen wir eigentlich relativ schnell auf 8000 Fuß runter. Neue Wolken. Das Wetter ist heute nicht unser Freund und schon gar nicht das Framerate. Ich würde sagen, da müssen wir einfach durch. Das ist natürlich schade, weil wir jetzt über den Wolken hier den Flughafen gar nicht sehen können. Ich drehe mal ein auf die 8000. Dann gibt es dem Auto mal mit. Und 20 Meilen bis zum nächsten Wegpunkt, 19 Meilen. Sollten vielleicht mal die Spoiler ausstellen. Der wird mir doch zu schnell, der Kollege, hier wieder runtergeht. Spoilers full. Weiß gar nicht, warum der jetzt so einen schnellen Anflug da macht. Oder so einen steilen. Sehen, ob wir die Spoiler sehen. Ja, da seht ihr die. Das sind die quasi die Bremsen, die den Auftrieb verringern und die Maschine mit abbremsen soll noch. Okay. Oh, was ist los? Oh, wir sind zu schnell. Wir sind einfach zu schnell. Merkt er scheinbar gerade selber. Jetzt sind wir auch unter 10.000, da sind wir definitiv zu schnell gerade. Ich mach mal die Landescheinwerfer an. Dürfen eigentlich nur 250. Und ich werde die Spoiler mal. Ja, ich lasse die noch draußen, umso schneller verzögert er. Wir müssen eh gleich nochmal so tief runter. Ich muss mich mal irgendwie anders hinsetzen. So, mein Flugplan hier, den brauche ich erstmal nicht, der kann weg. Ja, ja, super. Super gesprungen wegen dem Wetter. Und jetzt hat er mir auch die dicke Wolke hier vor die Nase gesetzt. Ich hätte ja mal was sehen können beim Anflug, ne? So, Spoiler. Spoilers have. Halb. Ground spoilers disarm. Spoiler rein. Warum steigen wir denn jetzt wieder? Sinken, Kollege, sinken bitte. Ja, Overspeed habe ich gesehen. Bestätige ich mal ganz kurz. Warum steigen wir? Hallo?
Sportsfreund. Ground spoilers arm. Was soll der Quatsch? So, da ich sowieso gleich jetzt weiter runter will, sprich auf... Ach, bei Sulitz soll ich bei 8000 sein, okay. Oh, die Framerate. Die Wolken fressen mich auf. Irgendwas stimmt mit dem Speed noch nicht. Vielleicht sollten wir mal Approach auswählen. Und Approach Phase Activate. Flaps schon mal check. Raus. Flaps 1. Ist komplett Autopilot 2 cross checked. Der ist komplett raus, der Autopilot. Autopilot 1 cross checked. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. So, was habe ich da gesagt? 10-16, ne? So, ich versuche den, ich hoffe, das kriegen wir jetzt nochmal hin. Transition Alt stelle ich schon mal den Luftdruck auf den passenden Höhe. Und 180 finde ich ganz gut für einen Anflug. Holen wir mal die Landing Checklist. Landing Checklist. Cabin Crew. Advised. Auto throttle mode. Speed. Hoffe ich doch. ECAM memo. Alles klar, nichts blau. It is keine not Ahnung, okay, wo der ist. Sir. It is not. Landing no blue. Autobreak machen wir mal auf low. ECAM irgendwas memo. Ist nicht okay. It is, ja, not okay, sir. It is not. Landing no blue. Wo ist denn das ECAM? ECAM memo. It is not okay, sir. It is not. Landing no blue. Wenn ich wüsste, wo ECAM memo checklist is not complete. Ja, ja, when you will ready, please start it again. Ja, also alle Systeme scheine ich hier echt noch nicht drauf zu haben. Ist halt so, ne? So, Slats 180 haben wir. 145 die Flaps, noch mal ein bisschen weiter raus. So, den Localizer vielleicht mal einschalten. ILS, wir empfangen auf jeden Fall ein Signal. Ich setze mich mal so passend hin. Okay. Jetzt weiß ich gar nicht genau, wo ich das ILS abfangen sollte. Also auf 3000 Fuß, ne? Kann nicht schaden. Nicht schneller werden. Hallo, warum wirst du schneller?
man schon selber die Flaps ein, nur das Flaps bleiben. Ach, jetzt geht schon an, du scheiß Autopilot. Warum haut der jetzt hier durch? Der Autotrust ist nicht so wirklich mein Freund. Ja. Speed check. Flaps zero. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich die Situation. Spoilers half. Situation hier retten kann. Spoilers full. Autopilot 1 cross-checked. Jetzt haut er die Triebwerke wieder höher. Spoiler sind immer noch voll raus, bringt aber gerade irgendwie gar nichts. Eben mal den Speed runterdrehen. Das funktioniert hier nicht wie original. Der andere Airbus ist da wesentlich besser, was die Systeme betrifft. Das gefällt mir hier in dem Neo nicht. Den müssen wir dann auf dem nächsten Weg mal fliegen. So, was ist mit Autotrust jetzt? Schalte ich es ein, spult er sofort die Triebwerke wieder hoch, weil er irgendwo in diesem Togo-Mode drin ist. In diesem Take-Off-Go-Around. Dann muss ich den Schub halt alleine machen. So, und ich will jetzt echt mal sinken. So, 200 hat er irgendwas von clean vorhin gesagt. Speed check. Flaps 1. Gucken, ob ich ihn hier noch zum Sinken überreden kann. Scheinbar scheint das zu funktionieren. Wir sind auch viel zu hoch fürs ILS. Und immer noch viel zu schnell. Einfach mal Fahrwerk raus, wa? Speed check. Flaps 2. Naja gut, wenn ein paar Computersysteme nicht richtig vorbereitet wurden von mir. Ich meine, was willst du da von dem Computer erwarten? Approach-Taste.
Autopilot to cross. Zweiter Autopilot. Für die automatische Landung braucht man zwei Autopiloten, also müssen beide an sein. Aus Referenzgründen. So, wir sind viel zu hoch. So, da vorne ist die Landebahn. Da wollen wir eigentlich aufsetzen. 32 rechts. Vor uns liegt Toulouse. Komm, höre gleich direkt runter. Irgendwie den Gleitpfad wieder einfangen oder abfangen. Radio altimeter alive. Radarhöhenmesser ist reingesprungen, sagt er. Jetzt kriegen wir auch ganz gut die Höhe hin. So, das sieht ja, es könnte noch was werden. Speed check. Flaps full. Speed check. Spoilers have. Ground spoilers are. So müssen die doch. Speed brake ist armed. Bremsen ist auch auf eingestellt. Zu hoch. Ja, ein bisschen katastrophaler Anflug. Ich hoffe, dass wir die Kiste doch noch heil runterkriegen, auch wenn es automatisch ist. Ja, ist jetzt der Meinung, er kommt hier noch automatisch runter oder was macht er für ein Geschaukel? Leute, Leute, Leute. Ganz kurz davor, den Autopiloten auszuschalten. Ist so viel zu hoch für die Schwelle da. Technik versagt oder ich die Technik nicht drauf habe, dann muss das so gehen. Hundred above. 400. So, Sinkrate ist natürlich viel zu hoch, wir müssen gleich abfangen. Minimums müssten sein, dann sag ich mal Landing. Das heißt, wir ziehen es durch.
100. 50. 40. Wir bremsen mal schneller. 30. 20. Retard. Retard. Spoilers full to sell. So, dann müssen wir jetzt hier automatisch bremsen. So, bis jetzt habe ich noch nicht gebremst, das macht die Kiste automatisch. Zu Recht fragt er, ob irgendeiner überlebt hat. Der Klaus ist meiner Meinung nach nicht gerechtfertigt. Spoilers armed. Ground spoilers disarmed. Flaps zero. So, wir sagen, wir fahren da hinten an so eine Brücke ran. An ein Gate. Ja, katastrophale Landung, aber irgendwie sind wir doch runtergekommen. Die Kiste ist doch noch heile. Ich habe ein bisschen verpeilt, auf den Radarhöhenmesser zu schauen. Ich gebe es ja ehrlich zu. Das war aber auch ein krasser Anflug. Wie gesagt, der andere Airbus, den ich auch noch habe, den ich da schon mal in dem kurzen Video gezeigt hatte, der von Peter Hager, der scheint mir von der Avionik wesentlich weiter oder ausgereifter zu sein. Licht habe ich alles aus, Spoiler sind drin. Ich könnte mal die APU starten. Auf jeden Fall sind wir endlich in Toulouse. Endlich runter von Madeira. Hier in Toulouse, wo die Airbus-Fertigung stattfindet, oder ein Teil davon. Autobrakes können wir mal ausmachen. Na komm. Und wir können die Bremsen mal ein bisschen lüften. Ja, obwohl so warm sind die nicht mehr, die sind bei 40 Grad. Schwenke mal hier, mein Gott, mit dem Sitz. Einfach mal hier an das Gate ranfahren. So müsste das passen. Einmal die Parking Park Brake is on. Gucken, ob es noch eine Checklist gibt. After landing checklist. APU-Generator ist an. Flaps sind drin. Retracted. Das heißt, wir können die Triebwerke ausschalten. Disarmed. APU. Start. Ja, ja, die läuft schon, Kollege. Radar. 2 Stunden 52. It is not okay, sir. It is not off. Klar, schalte ich das Radar aus. Radar. Das Wetterradar meinte. Off. Na bitte. Predictive wind shear system. Off. War das überhaupt an? Checklist complete.
parking checklist. APU bleed. It is not okay, sir. It is not on. Jetzt. APU bleed. On. Engines. Off. Seat belts. It is not okay, sir. It is not off. Bitte. Seat belts. Off. External lights. Off. Fuel pumps. It is not okay, sir. It is not off. Aus, aus, aus. Checklist is not complete. When you will ready, please start it again. Ach, komm, dann mach doch nochmal. Parking checklist. Das war die Hydraulikpumpen. APU bleed. On. Engines. Off. Ich brauche da wenigstens eine Fuel Pump für die APU. Seat belts. Off. External lights. Off. Fuel pumps. It is not okay, sir. It is not off. Jetzt. Fuel pumps. Off. Na bitte. Die APU läuft weiter, oder was? On. Checklist complete. So. Tür auf. Gepäckklappen auf. Ja, Leute, das war der Flug von Madeira nach Toulouse. Wir sind wieder auf dem Festland. Diesmal mit dem A320 von der EasyJet. Ich habe hier mal diese Gangway hier rangeholt. Sieht ein bisschen albern aus. Den anderen A320, das ist ja hier der neuere, der Neo, die aktuelle Version, den älteren, den werden wir auch nochmal fliegen. Da gefallen mir die Systeme wesentlich besser. Natürlich geht es dann weiter von Toulouse. Ich möchte mich jetzt noch nicht festlegen, wohin es geht. Oh, schaut hier in Airbus-Fertigung. Da, auch schöner Gubi. Ich möchte mir nicht festlegen, wohin das geht. Securing Aircraft mache ich jetzt nicht mehr. Die Kiste fliegt ja vielleicht noch weiter. Bis dahin, bis zum nächsten Video. Bits vom Held.